Es wurde erlaubt, es war von, wenn ich richtig informiert bin, Querdenken 30, vom demokratischen Widerstand und von Freedom Parade. Ich, kann sein, dass es die war, ja. Also es hatte halt eine Privatperson angemeldet und jetzt nicht im Namen von Querdenken 30. Man hat zusammen eingeladen letztlich, aber es hat eine Privatperson, die mir auch namentlich bekannt ist, hat es angemeldet. Jetzt müssen wir nur ganz kurz gucken, weil wir hier ja gerade filmen. Zeit für mich? Ja, dann bleiben wir doch gleich mal dran. Ja. So, dann. Ja, die haben ja gerade die Abstellnicheinheiten. Die kennen Sie ja mittlerweile schon, die haben uns ja schon oft begegnet. Also, wenn Sie die Abstellnicheinheiten wissen, ja, was Sie da machen müssen, nicht? Eine Nasenbedeckung tragen, ja? Entschuldigung, aber die Abstände muss man nur dann nicht einhalten, wenn es nach den Umständen. Sind Sie kein Haushalt? Wir sind beide Rechtsanwälte. Wir sind, ja, das weiß ich, ich kenne Sie. Sie müssen nämlich mal betiteln. Titeln sind keine Fachkompetenz. Ja, aber wissen Sie, nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit muss man die Abstände nur dann einhalten, wenn man, also nicht dann nicht einhalten, wenn es nach den Umständen nicht zu vermeiden ist. Es ist hier sehr windig, wir haben nur ein Mikrofon. Es ist nach den Umständen. Dann können Sie doch das Mikrofon rüberreichen, oder? Das ist doch keine, wir drehen Akademiker, nicht? Dann können Sie doch bitte. Wir drehen das rum, es ist nach den Umständen. Aber wir haben doch aktuell in Berlin, es dürfen sich doch zwei Menschen, dürfen sich doch trotzdem. Ja, und es ist nach den Umständen. Aber Abstand einhalten. Es ist nach den Umständen gerade nicht zu vermeiden, es ist windig, wir mussten ja sogar. Wir mussten ja gerade beschweren, sogar das Mikrofon. Also es ist nach den Umständen nicht zu vermeiden. Ich kann Ihnen gerne den Beschluss rüberschicken. Hand zu Hand geben. Wir versuchen die Abstände möglichst gut einzuhalten. Ja, ne? Ja. So, das ist doch mal das Leben, ja? Nee, ich meine, das wird. Lass mal den Schuh. Er steht hier einfach, aber da. Ja, dann wissen Sie aber beim Rechtsanwalt, wann beginnt eine Sondernutzung? Das ist keine Sondernutzung. Wann beginnt eine Sondernutzung? Sie sind Rechtsanwälte, sagen Sie es mir. Wenn man das über den Verkehrs. Also, er macht hier von seinem Grundrecht. Sie waren gerade sehr laut. Er macht jetzt von seinem Grundrecht aus Artikel 2 und aus Artikel 5 gebraucht. Der Mann ist zufällig. Von was? Wenn es eine Versammlung wäre, was es nicht ist, genau. Müssten wir es anmelden. Eine Person darf mit einem Schild durch eine Stadt laufen. Das der Sie haben es völlig richtig ausgedrückt. Er darf sie aber auch hier hinstellen. Ja. Wenn Sie dann den öffentlichen Raum nutzen, dann gehen Sie über den Gemeingebrauch hinaus. Sie können ja eine Feststellungsklage, kennen Sie das ganze Problem. Mischen Sie sich nicht ein. Nein, Moment mal, wir dürfen uns da schon einmischen, weil der Herr darf ja auch Anwalt nicht verraten. Ja, hat jemand da? Da musst du nur Ja sagen. Ja, okay, hat er mal da. Also, gehen Sie bitte weiter. Der Mann macht gerade von seinem Grundrecht aus Artikel 2 und aus Artikel 5. Nochmal, Sie brauchen, wir stehen da relativ. Ja, also wenn Sie jetzt. Nochmal, ich habe gerade gesagt, der kann hier stehen bleiben, für den Moment. Bleibt er längerfristig stehen, dann geht es über den Gemeingebrauch hinaus. Weil es wirkt sich öffentlich weiter. Wäre jede Veranstaltung, könnte ich ja sagen, die Veranstaltung ist hier für Meinungs- und Brauch. Ich brauche keine Sondern. Er steht so lange, wie hier das Interview ist. Das ist intellekt, was Sie erzählen. Man kann ja auch gar nicht. Man darf hier durch die Stadt laufen, er darf hier nicht stehen. Ja, laufen nicht. Er darf hier auch stehen, er darf nicht im Park vier Wochen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wenn er längerfristig dann da stehen will, dann muss er längerfristig definieren. Ja, längerfristig. Der Raum über den Gemeingebrauch kurz Pause machen, dann geht es weiter. Das öffentliche Straßenamt ist nicht dafür. Darf er wieder nach links und nach rechts gehen? Er darf hier stehen. Also sich bewegen darf er sich, ja. Er darf auch stehen. Das ist, wir sind hier vor dem Gemeingebrauch. Das ist der Platz des Komitees. Sie müssen jetzt aber ein bisschen sonst müssen Sie halt jetzt eine polizeiliche Maßnahme. Genau, habe ich gesagt. Er geht weiter, das ist ein Passverweis, Herr Theiler. Dann möchte jetzt Ihre. Mein Name kriegt Sie, kriegen meinen Namen. Das schreiben wir uns jetzt mal ganz kurz auf. Sie sind von der Hundertschaft. Das heißt, Sie machen das schon ein bisschen länger. Ich bin Rechtsanwalt, er ist Rechtsanwalt. Ich weiß ganz genau, was es ist. Ja, Sie überschreiten hier Querkompetenz. Sie werden von dafür auch die Aufsichtsbeschwerde kriegen. Wir können uns über das ist Ihnen egal. Das ist eine Drohung. Ich meine, Sie sind völlig entspannt. Drohung.
hergehen, was die Möglichkeiten und das, was Sie hier momentan machen, das kann den einen oder anderen Straftatbestand erfüllen. Welchen denn? Welchen denn? Ich könnte zum Beispiel eine Nötigung erfüllen, weil Sie dem Menschen hier sagen, er hat hier zu gehen. Jetzt wird jetzt weiter. Wahrscheinlich erst ein Platzverweis. Ich gehe jetzt wieder weiter. Ich habe jetzt gerade einen Paragraphen, warum brauche ich ihn gar nicht erzählen? Ja? So. Hier steht es seit 10 Minuten und Sie sagen, 29, Paragraph 29 und allgemeine Gesetze. 29, genau. Also. Genau. Und jetzt und Sie sagen jetzt, weil er hier wie lange steht? Aber hier steht er. Den beobachten wir seit 5 Stunden, steht er hier und sozusagen nutzt dieses Sonderrecht über den Eingemachten hinaus. Deshalb habe ich das gesagt. Er hat keine Sondernutzung. Ist mir völlig egal. Ja, dann kann er sich jetzt Rede nach links stellen. Also, ich habe jetzt meine Entscheidung getroffen. Sie kennen den juristischen Weg. Halten Sie den juristischen Weg ein und damit bleiben Sie. Du könntest ja nochmal, also er hat ja jetzt einen Platzverweis erteilt. Und jetzt wird er dir wahrscheinlich sagen, wenn du nicht gehst, dann geht man aus, dass er unmittelbaren Zwang anwendet. Und dann Gewahrsam genommen. Genau. Das ist immer diese Aussage von dir. Also wir haben es jetzt gerade festgestellt, ansonsten wird er Gewahrsam genommen. Das ist jetzt das, was das ist das Gesetz, was das für was und ich werde jetzt dann Rücksprache halten und mir da einen Nötigungsverdacht geben. Was für ein Nötigungsverdacht? Das steht im Gesetz drin. Sie sagen, er muss gehen. Sie haben keine Rechtsgrundlage und Sie sagen, ansonsten wird er Gewahrsam genommen. Sie wissen ja, Sie sind ja Jurist, Sie haben es auch gerade gesagt, nicht ein Jurist. Sie haben ja verschiedene Auffassungen vom Recht. Sie sehen ja Gott sei Dank einen Rechtsstaat. In einem anderen Staat, wo es nicht Rechtsstaat wäre, wie zum Beispiel, fallen mir bestimmt ein paar Staaten ein, dann dürfte ja jetzt mal ansatzweise stehen. Da würden hier Leute, schwarz gekleidete Menschen, aus dem Haben wir doch schon. Ich lasse ihn gehen. Also, wie haben wir jetzt Kenntnis der Anforderungen? Ich habe jetzt dann lauf doch hier von links nach rechts. Von links nach rechts. Ich möchte jetzt von meinem Mandanten meine Telefonnummer, dass ich jeden rechtlichen Schritt gegen Sie buche. Ja, können Sie gerne machen. Das macht ja nichts. Du gibst mir einfach deine Nummer. So. Können wir doch alles klären. Leise sprechen, dass es noch hier im Video ist, der Sound. So, warte mal. Vom Brandenburger Tor angenehmer. Vom Mangor Torwart ist es angenehmer. Hier gucken wir es nicht. Hier, ja. Abzulassen soll er. Ja. So versuchen wir das ja auch. Ja. Ja. Das hier ist der Weg, wo sich das wieder reingemacht, wie er da im Hintergrund steht. Das ist eine Sondernutzung. Okay, das ist eine Rechtsauffassung. Okay, das ist ja leider immer so. Rechtsauffassung. Wenn Sie eine Feststellung fragen, könnten Sie ja feststellen, dann gibt es da was ganz anderes. Ob ich falsch lag oder ob Sie recht haben. Das ist ja das Schöne an meinem Rechtsstaat, da kann man das alles überprüfen lassen. Zumindest formal. Ne? So, machen wir weiter, ne? Wir machen weiter. Wir machen unseren Job weiter. Wie weit muss er denn gehen? Bewegen wie ein normaler Mensch. Okay, einfach auf und ablaufen. Einfach auf und ablaufen, dann ist alles super. Dann bist du im kommunikativen Gemeingebrauch und hast keine Versammlung und äußerst deine Meinung. Schild in die Kamera halten, wenn du willst. Wenn du auch nicht willst, nicht. Hey, ansonsten müssen wir das Ding jetzt halt. Wir können ja das Schild dann verbunden. Der Reset vor dem Bundestag, das ist doch ein Bild. Das wird ja zur Lächerlichkeit. Ja, weil jetzt versuchen Sie ja sozusagen das, was ich sage, ja auszuhöhlen. Also, Sie haben doch gerade gesagt, er kann hier rumlaufen. Darf ich kurz zu Ende reden? Wir können nur gemeinsam singen. Ja, also tatsächlich, wenn Sie jetzt ein paar Meter rauf und runter läuft, füllen Sie das Ganze doch nur aus. Entschuldigung, aber das ist jetzt fehlt wirklich die Rechtsgrundlage davor. Da erhöht das aus. Erhöht das aus? Ja, okay. Machen wir das. Machen wir das. Ja, im Bereich hier, weil ich das hier habe, da versucht den Bereich haben Sie. Bereich müssen Sie aber, Sie haben nicht gesagt, welcher Bereich. Für diese Gehwegseite, hier für den Bereich, ist nicht besser. Bis vorne hinten ist irgendwie die Tastaturstraße. Der Begründung, dass er den Platz hier weil ein, für mich ein Verstoß vorliegt nach dem Berliner Straßengesetz, weil eine Sondernutzung vorliegt, der sozusagen keine Sondernutzungserlaubnis hat, einem Schild auf und ablaufen. Über den Gemeingebrauch hinausgeht, genau über den Gemeingebrauch hinausgeht, das ist, was ein normalerweise ein Bürger macht. Wenn er demonstrieren will, kann er gerne eine Versammlung annehmen. Nein, stopp, und genau da machen Sie einen Denkfehler. Sie sind Einsatzleiter von der Hundertschaft, dann machen Sie einen kapitalen Denkfehler. Ich bin jetzt sauer. Ich gebe Ihnen jetzt einfach die Möglichkeit, aus dieser Sache juristisch rauszukommen. Ich brauche nicht eine Person. Gehen Sie bitte weiter. Ich habe Wasserweis erteilt. Eine Person ist keine Versammlung. Das weiß ich.
das wissen ja, Sie offenbar nicht. Natürlich Sie haben gerade gesagt, das neue Versammlungsrecht sagt Nummer 2. Sie haben die gesagt, ja, aber er ist alleine. Ja, er kann ja andere Menschen nicht so begeistern. Sie haben gerade... Ich bin begeistert hier, aber kann nicht. Ich bin jetzt die Platzverweis. Sie haben gesagt, er kann eine Versammlung anmelden. Kann er doch. Nein, er kann alleine keine Versammlung anmelden. Natürlich kann er eine anmelden. Er kann keine durchführen, Mensch. Jetzt überlegen Sie ja die intellektuellen Aussagen. Wenn er alleine sich hier hinstellt, keine Versammlung anmelden. Dann wird keine Versammlungsbehörde in einer Stadt Er kann eine anmelden, wenn er möchte. Ja, aber ob die genehmigt wird, ist eine andere Sache. Also legen Sie mir nicht meine Worte falsch im Mund. 2 und 5 Grundgesetz. Wenn ich alleine bin, kann ich mich auf 2 und 5 Grundgesetz berufen. Was passiert denn sonst? Weil ich Sie im Gewahrsam. Ja, für was denn? Weil Sie den Platzverweis nicht nachkommen. Weil ich allein also ich sage es Ihnen jetzt nochmal, ich werde es in jeder rechtlichen Art und Weise. Machen Sie, das ist mir völlig egal. Was Sie machen, das ist Mann, Sie haben meinen Verwaltungsrecht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Sie machen mir Angst. Sie bewegen sich hier gerade in einem Strafrecht. Das ist ja Wahnsinn. Sag ihn nochmal vor. Ich habe Ihnen das begründet. Sie haben Sie gesagt, er kann hier rauf und runter laufen. Ja. Dann haben Sie einen Platzverweis, den Sie vorher nicht konkretisiert haben. Also du gehst jetzt ausfüllen, dann versuchen Sie meine Worte. Er hat sich danach gerichtet, nach dem, was Sie gesagt haben. Man darf auch die Möglichkeiten seiner Rechte ausnutzen. Doch, auch dauerhaft. Man darf sie nur nicht dauerhaft einschränken. Aber gut. Wie lange sind wir denn jetzt schon auf Sendung hier? Macht ja nichts. Macht ja nichts. Ja. So, ich hab's hier einfach durchgelaufen lassen. Ja, das ist doch spannend. Wollen wir das nochmal ganz kurz kommentieren? Oder ich hab ja gar nicht genug erzählt, aber. Also ich kommentiere aus meiner Sicht, darf der wird jetzt wahrscheinlich versuchen, dir die Kamera wegzunehmen. Deswegen wäre jetzt meine Lösung, dass du relativ schnell gehst, dass wir das kurz abschließen. Ja, aber lassen wir sie erstmal wegfahren. Ja, nur dass die jetzt nicht, du packst dann ein und das ist ja dann auch ein Beweismittel. Das heißt, wenn er jetzt kommt, wäre er bei einer Strafverhandlung. Ganz klar. Wenn er das kommt. Ich glaub nicht, dass er das macht, ehrlich gesagt. Aber man sieht, wie er doch tatsächlich relativ schlecht juristisch gebildet ist. Also als er hier stand, kann man ja noch entfernt auf den Gedanken kommen, dass es eine Sondernutzung ist, entfernt, aber dann hat er, auch das sehe ich nicht, ne? Aber auch dann ist er auf und ab gegangen, genau das, was der Polizist gesagt hat. Da hat er sich in seine Autorität angegriffen gefühlt und hat dann gesagt, er hätte sich den Platzverweis widersetzt, wobei er gar nicht gesagt hat, auf welchen Raum der Platzverweis erstreckt ist. Also da bin ich auch der Meinung, das müsste wahrscheinlich Nötigung nach Absatz 2 sein, also in einem besonders schweren Fall, oder wie das da in dem Moment dann genau heißt. Das Unrechtsbewusstsein ist nicht da. Ne? Nein, also das Grundrechtsbewusstsein auch nicht. Weder Grundrechtsbewusstsein noch Unrechtsbewusstsein. Einfach, ich bin hier der Polizist, ich kann machen, was ich will. Man kann diesen Platzverweis juristisch überprüfen. Nicht nur den. Aber gut, das klären wir ab. Wir klären das im Nachhinein. Und was heißt das, Sondernutzung? Also Sondernutzung heißt, du darfst jetzt nicht einfach in die öffentliche Fläche über den Gemeingebrauch, also spazieren, sich auf eine Wiese legen und so weiter benutzen. Ich darf mich ja 3 Stunden zum Beispiel, wenn hier nicht abgesperrt ist, auf die Reichstagswiese legen. Ich darf nur nicht darauf zelten.
ich darf keinen Stand oder so anbringen oder was auch immer. Also ich dürfte hier zelten, ich könnte machen, was ich... Ich dürfte nicht zelten, aber ich kann hier 4 Stunden mich hinstellen mit dem Schild, was eine Meinungskundgabe ist. Wenn das vorher bewirbt, muss er eine Versammlung anmelden, dann könnten ja andere kommen. Das hier ist 2 und 5 Grundgesetz. Exakt. Und damit wird der Herr jetzt leider juristische Probleme kriegen. Davon gehe ich aus und das werden wir rechtlich würdigen. Also so viel zum Stand von Rechtsstaatlichkeit. Absurd ist ja, dass er dann sagt, er ist froh, dass er in einem Rechtsstaat lebt. Ja gut, dazu habe ich jetzt nichts mehr gesagt. Weil das ist so geil. Und da muss jetzt hier dazu sagen, das ist der Einsatzleiter einer Hundertschaft in der Bundeshauptstadt. Wenn das jetzt ein einfacher Polizist ist, würde ich sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe ihm jetzt auch wirklich noch die Möglichkeit gegeben, überlegen Sie sich das nochmal, was Sie jetzt hier gerade machen, weil das ist nicht nur verwaltungsrechtlich relevant. Wollt er nicht, fühlt er sich in seiner Ehre gekränkt. Jetzt gucken wir mal, wie wir das juristisch aufbereiten.